Erik Dier erlebt bei Vincent Kompany eine schwierige Saison bei dem FC Bayern. Der einst wichtige Verteidiger kommt knapp zu dem Arbeitseinsatz und muss sich mit einer Charge in dem Abwehrzentrum zufrieden geben. Nun deutet sich der die das ihm gehörende Zukunft extra selbige laufende Saison hinaus an. München, der Abkommen des 30-jährigen Engländers läuft in dem Sommer aus. Und eine Spielverlängerung erscheint aktuell unwahrscheinlich. Sprachlaut der Bild spielt im Gange besonders Diers fehlende Flinkheit eine Zweck. Selbige ihn für dasjenige von Kompany bevorzugte Struktur minder bedeutend probat macht. Die Verteidiger zu tun seien an diesem Punkt ein gutes Stück aufrücken und gehen danach vielerorts in Laufduelle mit gegnerischen Spielern. Obwohl Sportdirektor Christoph Freund optimistisch betonte, Dier könnte noch eine wichtige Zweck spielen. Schwindet selbige Erwartung auf eine langfristige Ansicht für den Engländer. Freund versucht dem Augenschein nach auch, Spielern außen der Stammelf Risikobereitschaft zu machen. Doch selbige Praxis auf dem Spielfeld spricht eine klare Sprache, das Duo ab AME Kano und Kim erfüllt selbige Ziele an Kompanys taktische Vorgaben bislang weitaus besser. Die Konkurrenz ist stark, und Dier läuft Gefahr, selbige gesamte Saison schon eine Charge zu spielen. Verletzung bremst Dier aus. Zu Diers schwieriger Umstand kommt eine Verletzung, selbige er sich bei dem Pokalsieg gegen Mainz 05 zuzog. Der Abwehrspieler musste wegen Knieproblemen vor der Zeit von dem Spielfeld. Bayern-Trainer Vincent Kompany deutete jedoch an, dass er bei dem Heimspiel gegen Zusammenschluss Berlin möglicherweise neuerlich einsatzbereiter die das ihm gehörende könnte. Insgesamt auf den Füßen aufrecht stehen, selbige fanal für den 30-Jährigen auf Abschied. Sollte sich an seiner Umstand nichts ändern, dürfte Dier seinen auslaufenden Abkommen nicht prolongieren und in dem Sommer den Wurf parabel für eine neue Herausforderung suchen.